Willkommen zurück bei Pokémon Quarz. Ja, im letzten Part haben wir uns hier ja so ein bisschen rundrum umgesehen und haben festgestellt, dass wir mit unseren neuen Skates, ich muss mal gerade gucken, ob die Pokémon halt fit sind, ja, sie sind fit, wollten wir geradewegs hier runter. Das sieht so richtig tippeln aus, so runter. Wie so auf Zehenspitzen laufen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ach ja. Sally, dich mache ich jetzt grillig. Kann sich Laser überhaupt noch entwickeln oder wurden wir verarscht? Aber ich komme hier vor wie in einem Randomizer und ich muss wirklich sagen, dieses Spiel macht mir teilweise mehr Spaß als ja, die anderen Editionen. Kann ich immer nur wieder betonen, weil es ist mal was anderes. Es ist nicht wie sonst auch. Es ist mal ein selbstgeschriebener Text, es ist mal nicht Nintendo. Was nicht unbedingt jetzt ein Vorteil ist, weil Nintendo mag ich sehr. Aber was halt schön ist, ist, dass hier mal Abwechslung drin ist. Die Charaktere haben ein bisschen anderes Design. So sind die Pokémon auch. Und es ist halt, es ist eine andere, also es ist wie bei Nintendo, bei den Originalspielen auch eine Art von Verspieltheit da. Aber es ist halt eine andere Art von Verspieltheit, die ich nicht gerade schlecht finde. Oh, ein Plugoink. Das haben wir auch noch nicht, aber das möchte ich auch nicht fangen. Aber das mache ich fertig. Ich könnte eigentlich auch Slam benutzen. Den habe ich bis jetzt noch nie angewendet. Aber die Erfahrung von dem Vieh, das gibt bestimmt ordentlich. Wäre garantiert nicht gerade schlecht. Naja, Slam zieht. Entwickel dich, ach, dann halt dich. Ich will, dass sich das entwickelt. Ach, so ein Eichhörnchen. Entschuldigt, wenn ich das jetzt gerade mal Tempo-Taste mache. Aber ich möchte das Eichhörnchen besiegen und trotzdem nicht hier so Zeit verschwenden. Ist das cool oder ist das cool? Ich kann tricksen. Ach so, hier könnte ich dann mit den Tempo-Skates drüber. Wenn ich denn welche hätte. Wie funktioniert das? Das ging doch so. Bin ich jetzt total doof? Hä? Ich drück nach oben, Leute. Es passiert nichts. Liegt es an mir? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt an mir liegt, dass ich da nicht hochkomme. Oder wie ich das genau machen soll. Ja, weil da will er nicht hochspringen und rüberspringen will er, glaube ich, auch nicht. Nee. Rüber will er nicht. Gut, dann gehe ich die anderen Schuhe holen, dann gehen wir oben rum. Hilft ja nichts. Hilft nichts. Nachts. Das ist jetzt wieder so ein Umweg. Dann, Leute, entschuldigt, wenn ich das gerade mal auch hier mit Tempo-Taste regel. Aber ich habe keine Lust, dass ihr da jetzt die ganze Zeit... Doch, so ein Vieh. Dass ihr da jetzt wegen mir leiden müsst, bloß weil ich die anderen Schuhe geholt habe. Och, komm schon. So, Slam. Na, immerhin kriegen wir so Erfahrung. Ja, ich weiß, es ist nicht der schönste Weg, das gebe ich auch zu. Da, wenn ich hier mit Tempo-Taste trainiere, das ist nicht schön. Das finde ich auch nicht schön. Super. So, entschuldigt, wenn ich das jetzt gerade mal so mache. Aber es ist halt einfach der schnellste Weg und ich möchte euch dann nicht länger auf die Folter spannen als eh schon. Weil das fände ich dann euch gegenüber nicht wirklich fair. Und ich möchte mich ja zumindest so ein bisschen vor mir selbst rechtfertigen. Ich laufe selbst mit denen schon noch gegen alles, so. Dann gleite ich. Ich gleite. Ach ja, hier ist der Shop. So. Schmeiß die anderen Räder drauf. So, jetzt habe ich wieder die Temporäder. So, mit denen brauche ich nie mal Turbo-Taste. Die sind ja an sich schon Turbo. Und ja, wie gesagt, dieses Spiel
überfordert auch von den Trainern her mich ein bisschen. Deswegen eine Nuzlocke hier wäre gefährlich. Weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde. Vielleicht, wenn ich mit allen Editionen irgendwann mal durch sein sollte mit den Randomizer Nuzlocks, dann mache ich hiermit weiter. Und es wurde übrigens nachgefragt, ob auch andere dieses Spiel Let's Playen dürfen. Natürlich dürft ihr es Let's Playen. Ich habe auf dieses Spiel absolut keine Rechte, wie auch auf jedes meiner anderen Spiele, die ich spiele. Ihr könnt es nach Lust und Laune Let's Playen, wenn ihr wollt. Ich fände es allerdings lieb, wenn ihr schon einen kleinen, ja, Überschlag tätigen würdet. Also so mal kurz sagen, woher ihr es kennt, dass ihr das von mir habt und so weiter. Und ja, dass ihr halt ein bisschen Werbung für mich macht. Ich sag's ganz ehrlich, ich will ein paar mehr Zuschauer. Obwohl meine jetzigen Zuschauer eigentlich sehr, sehr nett sind, muss ich auch mal an dieser Stelle sagen. Ich habe eine sehr, sehr nette Zuschauerschaft, die sich sehr bemüht, die auch von Kommentaren her immer nett ist und auch mal mit mir dann irgendwas zusammenspielt. Also ich habe derzeit nichts an meinen Zuschauern zu meckern, außer dass halt manchmal unter ein paar Videos ein bisschen wenig ein paar wenig Kommentare sind. Und seht ihr, schon haben wir es auf die andere Seite geschafft. Und den Stein hier mache ich auch gleich mal weg. Kann ich eigentlich, wenn ich mit Tempo drüber rassel, kann ich dann da drüber springen? Oder wie musst du dir das vorstellen? Nee. Nee, das hier geht gar nichts. So, mal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Rock Canyon, Pinktown. Achso, wir sind jetzt in Rock Canyon. Wer bist du denn? Dan, I didn't bring my skates. With skates I could go through the Rock Canyon and go to Sea Blue. Achso, der wollte nach Sea Blue, ja. Sag mal, waren wir hier schon? Ach, hier waren wir schon. Klar. Das war vor ewigen Zeiten, dass wir hier mal waren. Heißt das, ich habe jetzt wieder einen Part damit verschwendet, sinnlos in eine Stadt zu kommen, in der wir überhaupt nichts mehr erreichen? Das wäre natürlich doof, aber ich weiß auch nicht, wo wir weiter... Kommen wir oben weiter? Leute, ich sehe mich jetzt mal hier ein bisschen um. Okay, ich... Moment. Im Pokémon Center hinter auf einer Karte, da gucke ich jetzt gerade mal drauf. So. Also, Sea Blue müsste demnach hier sein, ja. Gut, wo ist denn der nächste Arena-Orden? Das da ist Golden Island, ne? Ja, hier haben wir den zweiten Orden bekommen. Bedeutet, wir haben jetzt die Wahl entweder, dass wir hier nach Polkadot Town. Nach Maroon Town kommen. Gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann sehe ich zu, dass wir heute noch irgendwo hinkommen und dann morgen oder so werden wir weitersehen. Dann kommen ja auch wieder zwei Parts. Ja, ich weiß, wenig Fortschritt. Ist mal wieder ein Part, den viele nicht gucken werden. Tut mir auch leid. Aber hilft nichts. Verstehe ja schon, dass manche sagen, das Spiel ist ein bisschen langweilig, weil ich halt viel durch die Gegend rennen muss, weil ich halt die Wege noch nicht kenne. Aber das ist keine Entschuldigung, dieses Spiel ist cool. Einfach nur cool. Anderes Wort dafür... Ach so, nee, ich muss hier runter. Ich muss hier Brown Hill. So, Turbo-Taste. Ja, mit den Schuhen abzubremsen ist die Hölle. Das sage ich euch gleich. So. Von hier aus ist viel, viel besser. Ab hier geht's eigentlich. Ja, dann sehe ich zu, dass ich in diesem Part halt noch die nächste Stadt erreiche, damit wir zumindest ein bisschen Fortschritt haben. Und der Weg führt nach oben. Ja, hier sind wir wieder in Purple City. Von da aus kommen wir ja leider nicht weiter, weil wir noch keinen Surfer haben und in der nächsten Stadt kommen wir auch nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwo weiter. Bei Brown. Ach, ich werde schon wieder angerufen. There's no time to tell you, okay? Das hatten wir ja schon mal.
Ich lese es gerade bloß nochmal überflogen durch Polkadot Town. Das war doch da oben irgendwo. Da müssten wir doch jetzt eigentlich direkt hinkommen. Rock Smash. Aber wartet mal, ich möchte mal gucken, ob wir hier drüben in die Höhle der Mole Men reinkommen. Moment, hier war kein Durchgang, ne? Ne, da kommen wir nicht rein. Schade, ich wäre da gerne reingegangen. Aber gut, dann geht's hier weiter. Hier ist ein Stein davor. Hier ist wieder der Typ von Mole Men. Why are you here on Mole Men? Oh, on Mole Hills. Are you a traveler? Then leave us Mole Men alone and travel, kid. Want to go to the desert? You can give its right price. 1 million poke for one mole ticket needed for go to the desert. Oh, you don't want it? Then say goodbye and get out of here. Ja, darf ich nicht, ja? Haben wir hier alle Wege dicht. Ach, und der will mich angreifen. Will you leave the mole house without battling? Jojo, ich wollte ja eigentlich nur friedlich rausgehen, aber wenn du möchtest, dann schlage ich dir vorher noch mal ins Gesicht. Dann ist Ruhe. Laser gegen Gestein-Pokémon nachkommt. Leute, den Kampf gönne ich mir. Ja, der schwächt jetzt die Stärke von Elektrizität. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich da Barry kämpfen lasse. Plino ist ja eh ein bisschen überlevelt, da kann ruhig Barry jetzt kämpfen. Oder Madonna. Madonna kann auch trainieren. Aber die sind ja derzeit alle auf dem gleichen Level, müssen alle ein bisschen kämpfen. Daher ist es schon okay, wenn ich jetzt hier gerade mal mit Barry die Typen zerkloppe. Ah, Laser ist 23. Und mal gucken, vielleicht kommt Barry ja auch noch. Was war das? Bernardo? Oder was für ein Vieh? Ach, das Vieh. Ja gut, ist glaube ich auch ein Kampf-Pokémon. Fairer Kampf. Obwohl eigentlich nicht ganz, weil Barry einfach unschlagbar ist. Aber ich fürchte, die nächste Stadt werden wir noch nicht erreichen. Die sehen wir dann erst im nächsten Part. Aber ich soll euch mal nicht weiter belasten. Ich mache hier erstmal das Bernadoc. Bernadoc. Mann, ich kann schon nicht mehr lesen. Aber ich habe es ja eh nicht so mit dem Lesen, weil ich das immer so ein bisschen überfliege nur und dann versuche mir daraus aus dem Kopf was zu bilden. Das geht hier aber nicht, weil ich diese Pokémon nicht kenne. Naja, die Attacke brauche ich nicht. Damit könnte ich zwar Geister dann angreifen, aber will ich nicht. Für Geister tausche ich dann. 0-0, ja, das überlasse ich hier mal. Gerade Madonna, die muss ja schließlich auch noch ein Level steigen. Obwohl sie gute Arbeit geleistet hatte im Arena-Kampf. Das muss man ja sagen. Ja, hier gerade mal die Stahlflügel. Ich weiß, die wirken nicht besonders. Leider. Defense Curl. Ja, der Einigler, der rettet dich nicht, mein Freund. Ich finde es cool, dass diese Viecher gegen Madonna überhaupt nichts ausrichten können. Kann sich eigentlich nur ein bisschen verstecken. Gegen sowas ist Madonna halt das ideale Pokémon. Das ist eh ein tolles Pokémon. Oh, Kratzer. Ja, stimmt. Sowas konnten die auch mal. Na, mal gucken, was der Flügelschlag so sagt. Ja, der zieht noch ein bisschen mehr. Und weg. So, wieder einen von den Moleman verprügelt. We Moleman have lost. Have pity of us. Gut, dann würde ich sagen, um den Wanderer da oben kümmern wir uns im nächsten Part. Can't go to the desert without a Mole Man Ticket. Okay, gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns darum im nächsten Part. Ich speichere an dieser Stelle und wir sehen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.